Zweiter Teil, woher kommt dieses ein Drittel mal G mal H, mal G mal Körperhöhe? Wenn ich mir denke, ich habe einen Würfel und ich gehe bis genau in den Mittelpunkt des Würfels und mache da mal so eine Glasscheibe rein in diesen Würfel und lasse da mal von der linkesten Seite, also von hier ausgehend, eine Pyramide drüber errichten, über diesen Mittelpunkt. Müsste sichtbar sein. Dann kann ich das sechsmal machen, weil ich sechs Seiten an dem Würfel habe. Das gleiche kann ich hier auch machen, möchte ich jetzt aber nicht zu viel reinmalen. Dann nimmt die Pyramide ein Sechstel des gesamten Würfelvolumens erstmal ein. Diese eine, bis dahin. Aber Achtung, also V-Pyramide, V-Py, V-Pyr, nicht Pyro, so, ist also ein Sechstel mal des V-Würfels, V-Vü. V-Pyr ist gleich ein Sechstel mal V-Vü. Aber Achtung, wir dürfen nicht vergessen, wenn ich hier so eine Glasscheibe reingemacht habe, habe ich den Würfel in zwei Hälften geteilt. Also gilt, und jetzt kommt das, dass die eigentlich nur ein Sechstel des Ganzen bzw. ein Drittel dieses verbleibenden Volumens nimmt. Wenn ich, jetzt kann ich das leider nicht weglöschen bis zum roten Strich. Wenn ich das weglöschen könnte, würde man sehen, dass dann wirklich nur noch das Drittel übrig bleibt. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen erklärt. Das heißt also, das gesamte Würfelvolumen muss ich halbieren und demzufolge wird aus dem ein Sechstel dann plötzlich ein Drittel eines Körpers. Der Professor Lovischach, der hat das auch in seinen Videos immer so erklärt. Jetzt gibt es hier so geteilte Meinungen. Ja, wieso denn das denn? Naja. Ich versuche es nochmal anders. Ich kann das nicht weglöschen, aber wenn ich das weglöschen könnte, und zwar das hier, dieses Stück hier danach, dann könnte ich wahrscheinlich eher sagen, dieses Grüne hier ist nämlich auch die Hälfte des gesamten Würfelvolumens. Und dann müsste das mit dem ein Sechstel und ein Drittel klar werden. Denn jetzt habe ich dieses Ding hier, das grüne Stück, ist ein halbes Würfelvolumen. Eine Pyramide hat ein Sechstel Würfelvolumen eingenommen, aber wenn ich ein halbes Volumen wegnehme, dann wird aus dem Sechstel ein Drittel. Wenn ich sage VPy, das bleibt, oh, habe ich einen falschen, VPy bleibt so. Dann kann ich ja sagen, gut, alles noch gut und schön. Das lasse ich so stehen. Und wenn ich jetzt will, dass hier steht ein halb VV des Würfels, also des Gesamten, und zwar jetzt bloß noch die linke Hälfte, was muss ich dann für eine Zahl hin tun, damit letztendlich die Gleichung sich nicht verändert? Ich muss ein Drittel hinmalen. Und dann habe ich ein Drittel mal ein halbes, ein Sechstel. Ja, so kann man es mathematisch noch erklären. Das war eben eine Rätselei. Noch eine Variante. Das hier, das nehme ich mal als Enderkenntnis. Wenn ich sage, ich habe meine Pyramide als Volumen und ich sage, ich teile ein halb, also ich teile das V-Würfel und sage, das ist bloß noch die Hälfte. Und sage, hier muss ein Faktor rein, damit die Gleichung wieder stimmt. Dann muss ich letzten Endes, ohne dass ich das jetzt umstellen, ich kann, gut, okay, ich könnte jetzt sagen, alles umstellen, aber dann sehe ich, dass das ein Drittel sein muss, sonst ergäbe sich nicht meine ganz originale Ausgangsannahme, die ja unumstritten richtig ist, denn hier habe ich ein Sechstel von, weil ich das mit sechs Flächen machen kann, von dem Gesamtvolumen. Jetzt, ich habe es nochmal anders versucht, und zwar, ich habe einen Würfel gemalt und habe den in der Mitte schon mal, da habe ich diese rote Glasscheibe eingesetzt. Die Mitte der Glasscheibe, da ergibt sich meine blaue Pyramide. Und jetzt habe ich das gleiche mal mit einer grünen Pyramide von oben aus gemacht, weil das relativ gut geht. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt mache ich es in dunkelgrün, ich schneide die obere Pyramide, nee, warte mal, ich schneide, das mache ich in Aubergine, ich schneide die obere grüne Pyramide mal zur Hälfte durch. Wie sieht denn die dann aus? Dann ergibt sich auf der Glasscheibe dieses Bildchen. Dann habe ich eine halbe Pyramide aus der grünen. Und das kann ich. Also die Aubergine, sage ich mal, AU wie Aubergine, VAU ist gleich eine halbe V-Pyramide. Warte mal. V der originalen Pyramide. Hier. Das ist Pyr. Jetzt entsteht aber,
nochmal Aubergine, entsteht hier unten drin auch so ein halbes Ding. Logisch? Hier unten drin entsteht auch so eine halb aufgeschnittene Pyramide. Und das Gleiche entsteht auch hier nochmal. Und das Gleiche entsteht da drüben auch nochmal. Das heißt also, ich habe AU die erste, hier unten AU die zweite, hier drin, also von hier aus gesehen, AU die dritte und von hinten gesehen AU die vierte. Ich habe also 4 mal VAU plus, Moment, plus eine Pyramide. So, und das müssen wir mal zusammenzählen. Also 1, 2, 3, 4 auberginenfarbene AUs und eine blaue Pyramide. Die füllen mein halbes Dreieck aus. Und das müssen wir mal zusammenzählen. 4 VAUs sind aber, da jedes AU nur ein halbes ist, 2 V-Pyramide. Plus noch ein, jetzt schreibe ich mal, das hier ist ein V-Pyramide. Und jetzt müsste eigentlich klar werden, dass das Drittel sind. Drittelteile. Ne? Jetzt habe ich drei Stück davon. Jetzt müsste auch klar werden, weshalb das gedrittelt wird. Wer das jetzt noch nicht glaubt, dem mache ich noch folgenden Vorschlag. Ihr geht bei und kauft euch ein Stück Margarine, was, wenn es geht, würfelförmig ist, und schneidet das Stück Margarine mit dem Messer einfach so lange in Pyramidenstücken und probiert dann, wie viele Stücken Pyramiden ihr rauskriegt. Und könnt dann merken, dass das 6 pyramidale Stücke sind. Und dann macht ihr diesen Mittelschnitt, den ich hier in Rot gemacht habe. Und dann müsste aber klar werden, dass es dann klappt. Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Wenn mir noch was einfällt, melde ich mich im Internet oder natürlich bei euch hier, 8D vom GSG Wismar. Genau, 8D. So, das haben wir bis dahin hingekriegt. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich setze das noch mit hinten rein. Wir sagen nicht Tschüss, sondern... Genau.